Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuerlichen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Denny Spitters. Wir haben ja in der letzten Folge ich sag mal, ein selbst kreiertes Szenario gefahren, was ich aber noch nicht hinbekommen habe. Aufgrund mehrerer Bugs oder Fehler, wie auch immer, ist ja dieses BR101 Expert Trainingsmodul. Gleichzeitig soll das auch so ein bisschen Tutorial für euch sein. Ich hoffe, dass es diesmal funktionieren wird, weil, wie ihr seht, habe ich alle anderen schon abgeschlossen. Also die Störungen, Zugdaten, SIFA ausschalten, den Steuerwagen, die Einführung und die 101 Expert-Einführung einfach. Jetzt geht es darum, die Expert-Trainingsmodul, das geht 20 Minuten ungefähr und ihr seht auch von der Schwierigkeit her, ist es das Schwerste. Das möchte ich gerne heute abschließen. Ich hoffe, das wird diesmal funktionieren und ja. Wie gesagt, da seid ihr dabei. Das soll auch gleichzeitig so ein bisschen Tutorial für euch sein, damit ihr vielleicht, wenn ihr das noch nicht könnt oder noch nicht, auf den Einstellungen hier, also in der Spielerhilfe, ich weiß nicht, wie ihr das eingestellt habt. Bei mir ist Auto Experte und auch der Expert Mode, Expert Locus Only, also ist eingestellt. Da kann man ja einmal ausstellen, dann ist das, glaube ich, ohne dass man diese ganzen Daten einstellen muss, ohne Fehler und so weiter. Ich habe das immer auf eingestellt. Ich hatte das aber letztens, wo ich dieses Trainingsmodul gemacht habe, hatte ich das noch auf aus. Vielleicht hat es daran gelegen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Und das werde ich diesmal auf ein machen. Und dann werden wir uns jetzt mal hier diesem Trainingsmodul zuwenden und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Dass wir das diesmal abschließen können. Ach, ein wunderschönes Bild. So, es kommt natürlich wieder die übliche Einführung der guten Dame. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Ihrem Training mit der BR101. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Lokomotive und den Steuerwagen im geparkten Zustand richtig einrichten. Ja, da steht das gute Stück. Sollen wir da erstmal hinlaufen? Normalerweise gibt es eine Checkliste, aber unser Drucker hat mal wieder gestreikt. Deshalb erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen. Außerdem gibt es eine PDF-Version, die Sie einfach herunterladen und verwenden können. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Handbuch, Zuerst schauen wir uns dieses die Lok ominöse. an und überprüfen, ob es keine Radvorleger oder externen Versorgungskabel und eine Oberleitung über der Lok gibt. So, dann schauen wir mal. Hier scheint soweit nichts vorzuliegen, da auch nicht. Oberleitung haben wir auch. Dann gehen wir noch auf die andere Seite. Da scheint auch soweit nichts drunter zu liegen, sodass wir eigentlich damit beginnen können. So. Jetzt können Sie Führerstand 1 betreten und den Batteriestrom für die Lok aktivieren. Dann tun wir das. Also beim letzten Mal bin ich bis dahin gekommen, im Livestream war das, bis zum Steuerwagen, als wir den aktivieren sollten, da konnte ich dann den Hauptschalter nicht mehr schließen. Das hat nicht mehr funktioniert, aus irgendwelchen Gründen. Und wie gesagt, das werden wir heute nochmal versuchen. So, wir sollen die Batterie auf einstellen. Dann tun wir das. Dann seht ihr auch, dass wir hier Setzen Sie Spannung sich nun bekommen. auf den Lokführersitz in Führerstand 1 und warten Sie, bis die Displays vollständig hochgefahren sind. Gut, dann tun wir das. Wenn die Bildschirme hochgefahren sind, stellen Sie den Richtungsschalter auf V und überprüfen Sie, ob bereits Informationen oder Störungen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Gut, dann warten wir jetzt. Wir sollen ja warten, bis die Bildschirme hochgefahren sind. Wobei das wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren wird, solange wir den. Doch, jetzt. Da tut sich was. Dann warten wir noch, bis der hier bei 100% ist. Da ist auch noch am Initialisieren, wie ihr seht. Also die läuft anscheinend noch. 4.9.05. Das Datum ist natürlich ja, auch nicht mehr so besonders aktuell. Der ist wieder aus. Der ist soweit, glaube ich, hochgefahren. Jedenfalls, Papierkorb dürfte mal ausgeleert werden. Aber das ist auch nur meine Meinung. So, ich glaube, die sind jetzt soweit hochgefahren. Zumindest der linke ist fertig. Der Display ist hochgefahren. Der ist auch hochgefahren. Gut, dann können wir hier den einsetzen. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral, während wir den Führerstand vorbereiten. Dann machen wir das.
Während die Lok gestartet wird, können Sie überprüfen, ob alle Schalter an beiden Führerständen und im Motorraum in der Standardposition sind. Sie können diese aus dem Handbuch entnehmen. Stellen Sie währenddessen das SIFA-Absperrventil im Motorraum auf aktiviert. Gut, dann gehen wir einmal in den Maschinenraum, schauen, ob da alle Hebel und so weiter. Wir sollen ja währenddessen auch die SIFA aktivieren. Das machen wir hier an diesem gelben Hebel hier. Da seht ihr das, und zwar ist offen. Dann gehen wir jetzt auf Schließen. Ich glaube, das ist richtig so. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Hier ist noch ein kleiner Bedienhilfe. SIFA, Absperrhahn, Klotzbremse. Da können wir mal schauen, welche Hebel da alle zu finden sind. Die Grundstellung der Absperr- und Umstellhähne nur ändern, falls es in einem Abhilfetext gefordert wird. Ja, also ihr seht hier ganz klar, der gelbe Hebel ist hier für die SIFA und alle anderen brauchen wir eigentlich nicht. Federspeicherbremse, Relays und so weiter, Klotzbremse, da haben wir, glaube ich, ich denke mal, die allermeisten eh nicht so die große Ahnung von. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier weiter durch. Wir mal kurz in den anderen Führerstand. Wir können hier nochmal schauen, ob wir hier alles soweit. Hier scheint alles soweit richtig zu sein, so wie es sein soll. Gut, dann können wir einmal den Blick in den. Verwenden Sie das Display, um nach vorhandenen Defekten zu suchen. Wenn es welche gibt, versuchen Sie, sie zu beseitigen, bevor Sie fortfahren. Gut. Wenn Sie nach der Auswahl eines Eintrags V ist gleich 0 drücken, werden Ihnen Korrekturmaßnahmen angezeigt. Machen wir das jetzt, sind wir hier durch. So, dann sollen wir einmal auf ST drücken. Genau. Heben Sie nun den Stromabnehmer und schließen Sie den Hauptschalter. Zack, dann hört ihr das, wie sich der Stromabnehmer hebt. Störung, 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 Störung. So, dann sollen wir den Hauptschalter schließen und den für eine Sekunde festhalten. Zack, das ist das Zeichen, dass der geschlossen wurde. Und das hat eben beim Steuerwagen nicht funktioniert, warum auch immer. Und das werde ich hoffentlich gleich ändern können. So, die Lok läuft. So, den sollen wir auf aufgesperrt stellen. Ist klar, sonst kommen wir hier nicht weg. Lösen Sie die direkte Bremse und drehen Sie den Bremsventilschlüssel. Die direkte Bremse ist ja schon gelöst. Aus irgendwelchen Gründen ist das hier ein bisschen falsch dargestellt. Also wir sollen die direkte Bremse lösen, wobei die schon gelöst ist. Wir lösen jetzt die Zugbremse, Führerbremsventil. Aber lassen wir das. Jetzt beginnen wir mit dem Bremstest. Reduzieren Sie den Druck in der Bremsleitung mit dem Führerbremsventil auf 4,2 bar und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen der Lokomotive angelegt werden. Verwenden Sie dazu den C-Druckmesser. Dann können Sie die Bremsen wieder lösen. Gut, dann machen wir das mal. Nach der Überprüfung der pneumatischen Bremssteuerung schalten wir auf die elektronische Bremssteuerung um, indem wir die Auswahl ELPN auf EL stellen. Danach führen Sie die gleichen Schritte wie bei der Überprüfung der pneumatischen Bremse durch. Gut, dann stellen wir das einmal auf EL, also einmal in die mittlere Funktion oder Position. So, dann sollen wir die Schritte nochmal durchführen, das heißt die Bremse wieder auf 4 bar anziehen und dann wieder lösen. Und diese dann wieder lösen. So, jetzt sollen wir warten. Wir fahren mit der Überprüfung der direkten Bremse fort. Betätigen Sie dazu einfach die direkte Bremse über 2 bar. Prüfen Sie, ob die Bremsen tatsächlich angelegt werden und lösen Sie sie anschließend. Also das ist die sogenannte Bremsprobe, die wir hier gerade durchführen. Die ist ja wie im Vorbild genauso.
So, dann seht ihr, wenn der hier auf 0 ist, haben wir die gelöst. Genau. Und nun der letzte richtige Test für diesen Führerstand. Prüfen Sie mit Hilfe des Pedals, ob das Makrofon funktioniert. Ich würde sagen, ja. Jetzt können wir loslegen. Legen Sie die direkte Bremse an, damit wir nicht wegrollen, und lösen Sie die Federspeicherbremse. Dann tun wir das. So. Dann sollen wir die direkte Federspeicherbremse lösen. Dann können wir die direkte Bremse wieder lösen. Richtungswender nach vorne verlegen, auf V, wie vorwärts. Und dann sollen wir, glaube ich, hier, wie gesagt, jetzt auch an unsere Wagen ankoppeln und das gleiche da mit dem Steuerwagen durchführen. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das jetzt dann auch funktioniert. So. Wenn schon, fahren wir mit Zugspitzensignale, würde ich mal sagen, oder? Genau. So, da vorne steht dann der Steuerwagen, an dem wir ankoppeln, und dann sollen wir das gleiche mit dem Steuerwagen durchführen. Also die Bremsprobe und so weiter, die prüfen, ob wir vom Steuerwagen die Lok steuern können und so weiter und so fort. Und da war halt immer der Fehler, dass ich bis zu dem Punkt kam, an dem ich an dem Steuerwagen halt den Hauptschalter einlegen soll, und das ging dann halt nicht, beziehungsweise schließen sollte, und das hat nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Also da ist der mal hängen geblieben. So. Ach, zu viel gebremst. So. Das mal eben, koppeln wir das Ganze mal eben an. So. Nach dem Kuppeln können Sie eine Vollbremsung durchführen und den Führerbremsventilschlüssel schließen. Stellen Sie nun den ZXS-Schalter auf ZWS. Schalten Sie die Spitzensignale aus, stellen Sie den Richtungsschalter auf 0 und entfernen Sie ihn. Alles klar, also auf ZWS, das auf Aus und den Richtungsschalter auf 0 und ausstecken. Haben wir. Damit ist unsere Arbeit an der Lokomotive abgeschlossen. Nächster Halt, Steuerwagen. Gehen Sie dorthin und betreten Sie den Führerstand des Steuerwagens. So, da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das funktioniert. So, betreten wir den
Stellen Sie zunächst den Schalter für die Zugspitzensignale auf ein. Betreten Sie dann den Führerstand und stellen Sie die Spitzensignale auf Zugspitzensignale. Wieso? Ja, jetzt haben wir schon das Problem. Jetzt. So. Die sollen was zu Spitzensignale stellen, das machen wir. Dann sollen wir uns hinsetzen. So, wie gesagt, jetzt bin ich echt gespannt. Stecken Sie den Richtungsschalterschlüssel ein und stellen Sie ihn auf V. Um zu überprüfen, ob die ZWS-Verbindung funktioniert, öffnen wir den Hauptschalter und senken den Stromabnehmer. Danach heben wir den Stromabnehmer und schließen den Hauptschalter wieder. Alles klar, let's go! Heben Sie den Stromabnehmer. Warten Sie, bis der Stromabnehmer angehoben wird. Das tun wir. Schließen Sie den Hauptschalter. Und ich fürchte, ihr seht es, genau der gleiche Bug ist immer noch da. Man kann das einfach nicht beenden. Es ist echt, man kann das nicht beenden. Das ist echt eine, also das ist wirklich wieder so ein Bug, wo ich sage, weiß ich nicht. Gerade im Training finde ich das echt traurig, dass man das nicht beenden kann, weil sich das hier einfach nicht abschließen lässt, aus irgendwelchen Gründen, die eben mir nicht klar sind. Wir haben uns an alles gehalten und trotzdem funktioniert das nicht. Und das ist wirklich das Traurige. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist mir wirklich schleierhaft. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Es funktioniert einfach nicht. Prüftaste Stör. Das, was damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Also wie gesagt, es lässt sich einfach nicht beenden. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das so ist, weil wir haben alles so gemacht, wie wir es machen sollten. Und trotzdem kommen wir hier an diesem Punkt nicht weiter.
Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also Sand, Schienenschmiegungstiefer aktiviert. Batterie schaltet das auf ein. Batterietest. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Tutorial, dieses Trainingsmodul abgeschlossen habt, was ihr da gemacht habt, wie das funktioniert hat, weil ich kann mir an dieser Stelle einfach nicht weiter. Was ich auch tue, keine Chance, wir sollen den Hauptschalter schließen, das tun wir ja zum x-ten Mal schon und es passiert einfach nichts. Und das ist wirklich, das ist traurig. Das ist einfach traurig. Dass das wirklich so im Trainingsmodul hier so einen Störfaktor hat, dass wir hier einfach nicht weiterkommen. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Ja, schon haben wir die PZB-Art geändert auf O, die oberste Zugart. Es dürfen wir 200 fahren. Aber das ändert nichts daran, dass wir hier mit dem Tutorial einfach nicht weiterkommen. Weil sich der Hauptschalter nicht schließen lässt. Und damit endet das Ganze. Wir können das Trainingsmodul nicht abschließen, weil sich dieser Punkt einfach nicht überwinden lässt, aus irgendwelchen Gründen, die mir, wie gesagt, vollkommen schleierhaft sind. Weil wir haben uns an alles gehalten bis hierhin. Und ab hier ist Schluss. Man kann dieses Trainingsmodul einfach nicht abschließen. Vielleicht ändert sich das noch, wenn das Ganze gepatcht wurde, wenn das gefixt wurde. Aber ihr seht ja selber, was wir hier noch zu tun hätten. Schließen den Hauptschalter, das können wir schon nicht mehr abschließen. Legen Sie direkt die Bremse an, legen Sie Führer. Ja, wie gesagt, da käme die ganze Bremsprobe wieder. Überlastungstaste und so weiter. Und dann hätten wir das abgeschlossen. Aber wie gesagt, wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Das ist traurig und schade. Aber es lässt sich leider nicht ändern. Warum auch immer. Aber wie gesagt, wir können ja mal was versuchen, ob wir überhaupt losfahren, ob der Hauptschalter jetzt überhaupt geschlossen ist. Weil wenn wir jetzt losfahren, ist der Hauptschalter geschlossen. Dann ist das sowieso alles komplett fake hier. Vielleicht. Ich schaue mal, ob wir überhaupt vorwärts kommen. Also ist der Hauptschalter auch nicht geschlossen. Die Bremsen sind ja gelöst, daran kann es nicht liegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir hier nicht weiter. Das ist traurig, aber es ist leider so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr dann eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das soll es erstmal gewesen sein mit diesem Tutorial. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Weil ich habe alles so gemacht, wie es gesagt wurde. Und trotzdem kommen wir hier nicht weiter und können den Hauptschalter nicht schließen. Das ist irgendwie komisch. Naja, wenn es euch erstmal gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Beziehungsweise Woche ist ja auch. Ich bin total lost mit der Zeit. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende vor allem. Und ja, das war es erstmal von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.